Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Spülkasten richtig entkalken und somit auch reinigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Vorgang jetzt mal beim Unterputzspülkasten, aber beim Aufputzspülkasten funktioniert das Ganze natürlich relativ ähnlich. Und zuerst einmal müssen wir diesen öffnen. In meinem Fall bei der Firma Geberit gebe ich jetzt die Drückerplatte etwas nach oben und dann kann ich sie oben auch schon von der Wand ganz einfach wegziehen. Danach haben wir auf der linken Seite mal so eine blaue Fixierung, die kann ich einfach nach oben hin weggeben, genauso auf der rechten Seite das Ganze nach unten und dann klappe ich diese weißen Haken einfach einmal in die Mitte rein und danach kann ich nämlich auch schon diese Platte hier ganz einfach nach vorne hin rausnehmen. Wenn der Befestigungsrahmen ab ist, haben wir hier noch so eine weiße Schutzplatte und da können wir hier oben auch schon zwei solche kleinen Haken erkennen. Die drücke ich jetzt mal etwas nach unten und danach geht das Ganze auch schon ganz einfach nach vorne. Wichtig, hier unten sind noch zwei solche kleinen Nasen, da muss ich jetzt diese Schutzplatte etwas nach oben hin anheben und wir können auch schon das Innere von unserem Spülkasten sehen, wo ich jetzt gleich meinen Entkalker hineingeben werde. Ich bin hierbei ein großer Fan von Zitronensäure in Pulverform und hierbei muss man jetzt einfach ca. 100 Gramm, das sind in meinem Fall ungefähr 5 gehäufte Esslöffel in einen Behälter hineingeben und danach das Ganze noch mit etwas lauwarmem Wasser, was übrigens nicht über 40 Grad warm sein sollte, auffüllen. Wenn das Ganze geschehen ist, dann am besten mal noch einen Löffel bzw. eine Gabel zur Hand nehmen und das Ganze umrühren und somit haben wir unseren Entkalker jetzt auch schon richtig hergestellt. Da ich mit meinem Becher relativ schwer zum Reinschütten hinkomme, möchte ich mal noch die Drückergarnitur ausbauen. Hierfür haben wir da unten so einen weißen Hebel, den kann ich jetzt einfach etwas nach innen eindrücken, danach das Ganze nach oben hin auch schon rausnehmen und jetzt geht es einfach darum noch, dass wir unsere Drückergarnitur mit Gefühl nach vorne auch schon rausziehen können. Als nächstes betätige ich mal die Klospülung, indem ich diesen weißen Hebel auch nach oben ziehe und auch oben halte. Dadurch wird das ganze Wasser aus dem Spülkasten entfernt. Wenn es draußen ist, dann lasse ich einfach wieder los, gebe den Entkalker sofort hinzu und dadurch wird dieser jetzt nämlich auch viel besser mit dem Wasser hier innen drinnen vermischt. Wenn er wieder ganz aufgefüllt ist, was man am Geräusch ja relativ gut erkennen kann, dann schaue ich, dass ich nochmal die Spülung ganz leicht betätige, also wirklich nur minimal, dass etwas Wasser hindurch geht, denn dadurch kommt jetzt der Entkalker auch wirklich an alle Dichtungen und vor allem auch am Spülrohr richtig hin. Und jetzt geht es darum, dass wir das Ganze einfach mal für mindestens 2 Stunden oder auch am besten über die Nacht einwirken lassen. Die 2 Stunden sind um, jetzt würde ich auf jeden Fall noch circa 2-mal die Spülung komplett betätigen und danach können wir uns auch schon unser Ergebnis hier drin mal etwas genauer anschauen. Bei mir schaut der Spülkasten auf jeden Fall wieder sauber aus. Falls es bei dir daheim natürlich noch nicht der Fall ist, dann kannst du diesen Vorgang auch gerne wiederholen und im schlimmsten Fall aber auch die einzelnen Bauteile hier einmal dementsprechend ausbauen. Dafür habe ich übrigens auch schon extra Videos auf meinem Kanal gemacht und dann kannst du nämlich diese einzelnen Bauteile auch draußen mal zum Beispiel noch mit einer Zahnbürste richtig sauber machen. Wenn alles gereinigt ist, können wir alles mal wieder zusammenbauen. Wir fangen auf jeden Fall mit der Drückergarnitur an und da muss man eigentlich nur darauf achten, dass dieser weiße und grüne Hebel da hinten natürlich auch in die dementsprechenden Öffnungen hineinpassen. Da muss man einfach etwas darauf achten und wenn das geschehen ist, dann kann ich das Ganze auch mal wieder hier hinten in diese 2 Löcher hineingeben und mit dem Daumen hier vorne etwas reindrücken, denn dadurch springt die Drückergarnitur auch schon wieder nach unten rein. Als nächstes können wir unsere Schutzplatte wieder einbauen, hierbei eigentlich nur darauf achten, dass die 2 Stangen natürlich hindurchpassen und auch hier unten die Nasen dementsprechend wieder einrasten. Dann hier oben einfach etwas dagegen drücken und dieses auch schon drinnen. Den Befestigungsrahmen zur Hand nehmen, schauen, dass diese 2 Haken wieder in die Mitte hinein zeigen. Dann kann ich es nämlich auch schon hier hinten in die dementsprechenden Öffnungen hineingeben. Dann darauf achten, dass natürlich auch hier unten unsere 2 Drückerstangen richtig passen und dann kann ich auch einmal das Ganze schon etwas stärker an die Wand drücken, drehe es um 90 Grad nach unten, gebe den Keil von oben sauber hindurch und mache dasselbe Spiel auf der anderen Seite natürlich genauso. Zum Schluss noch die Drückerplatte nehmen, in meinem Fall muss ich diese jetzt einmal unten erst gegen die Wand drücken, danach das Ganze etwas nach oben heben und schaue, dass es oben auch an der Wand anliegt. Danach lasse ich es nach unten los und es hält auch schon bombenfest. Und somit haben wir unseren Spülkasten jetzt auch schon richtig entkalkt, was man übrigens je nach Wasserhärte circa 2-mal im Jahr machen sollte.
Wenn du dir für zu Hause jetzt irgendwie so eine Zitronensäure oder auch Ersatzteile für deinen Spülkasten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.